Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed, das Schattenerbe. Wir sind im DLC unterwegs und wir haben jetzt noch aktuell zwei Quests offen. Ich weiß nicht, was noch dazu kommt, da werden wir uns überraschen lassen müssen, würde ich sagen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, starten wir mal. Und wenn es euch gefällt, lasst mir ruhig ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Gut, Bildmachgerät an. Und ich habe ja gesagt, ich wollte mal noch zu einem Schmied. Aber irgendwo haben wir hier. Warte mal, was ist denn das? Das ist die Heimquest. Aber wo ist denn die Schatzquest? Der Schatz liegt in der Kaja. Der Schatz befindet sich bei einer Reihe von Steinen bei Poseidons Zorn. Bei einer Reihe von Steinen. Das müsste doch hier sein, oder? Hier ist eine Steinreihe. Gut, haben wir hier irgendwo einen Schmied in der Nähe? Wir haben hier einen Schmied. Gut, dann würde ich sagen, reisen wir mal her, gehen zum Schmied, machen die Waffe voll. Und dann gehen wir zu der Steinreihe hier. Und wir müssen ja noch ein bisschen mit der neuen Waffe üben. Aber das heißt üben, aber da gibt es halt eine Trophy dafür, wenn wir 10-mal parieren. Und oh, die wollte ich eigentlich machen. So, wie sieht's hier aus? Hier müsste eigentlich alles fertig sein. Die ist auch fertig. Alles klar. So, ihr seht Leute, DLC Episode 1 alle gelegt und hier auch alle gelegt. Gut, Söldnermäßig, wie sieht's da aus? Haben wir schon nächsten Rang irgendwas? Nee, ich verstehe nicht, warum ich die nächsten Ränge nicht freischalte. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, Leute, wenn ihr das wisst. Ich decke hier irgendwie keinen auf. Jetzt erledige ich aber permanent Söldner, aber irgendwie kommt hier nichts. Ist es vielleicht irgendwie ein Fehler? Ist es ein Bug? Ich weiß es nicht. Könnte ein Bug sein. Was mache ich denn? Gut, da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen jetzt erstmal uns noch den Schatz holen und zum Schmied gehen. Machen wir einmal hier so. Und einmal hier bitte. Dann denke ich mir, da es schon die 9. Folge ist, dass wir bald durch sind mit der Episode. Muss sagen, hat mir gut gefallen eigentlich, aber es war, weiß ich nicht. War die erste Episode, hat mir fast besser gefallen, muss ich sagen. Sollten jetzt in Sicherheit sein. Die griechische Welt kann ihnen nicht mehr schaden. Sie können endlich fort. Okay, nicht, dass das weg ist hier. So. Es ist besser so. Hier. Die stufen wir halt noch schnell auf Level 63 hoch, dass die halt auf Max ist. Und ja, das müsste dann aber auch Sie werden mich suchen. Reichen. Ich muss vorsichtig sein. So. Kann ich dir helfen? Ja, wir verkaufen erstmal. Und zwar alle Handelsgüter bitte einmal verkaufen. Genau. Und verbessern bitte einmal. Einmal diese hier. Kostet eh nicht so viel. Macht ein bisschen mehr Bums. So, Ritterspruch des Löwen. Alles klar. Beehr mich bei Vieh. Gravur lege ich jetzt nicht rauf. Und dann gehen wir nochmal hier hin. Und auf dem Weg denke ich mal, dass wir ein bisschen Streit anzetteln werden. Damit wir hier auch die Trophy bekommen. Aber jetzt vielleicht nicht gerade gegen Söldner oder so. Oh,
Wir speichern das nochmal ab. Jep, und Dankeschön. Hier haben wir doch jetzt ein Soldatengebiet, oder? Da können wir ein bisschen Unruhe stiften. Hier müsste doch irgendwo müsste was sein. Okay, dann kommt hier hinten bestimmt noch was. Fragezeichen, da können wir gleich mal hingehen. Ich mag seine Waffen. Richtig schön schwer, langsam. Genau, da drüben können wir noch ein bisschen bloß nicht sehen lassen. Unruhe stiften jetzt. Panomus Militärlager. Okay. Was willst du hier? Hau ab! Warte mal, was? Er steht doch da? Dass ich Gesundheit regeneriere. Ich sehe da aber nichts, dass ich da Gesundheit regeneriere. Ach, 10%. Ich habe 100% vorher gelesen. Ach du Scheiße. Okay, ist egal. Ganz schön Bums. So, Kriegsverräte. Die Trophy haben wir auch gekommen. Sehr schön. Hier ist auch der Schatz.
Gut, dann hätten wir das auch und dann gehen wir nochmal zu den Steinkreisen. Das ist da vorne. Ach, die sind mir lieber, die zählt schneller. Aber so schräg ist sie gar nicht, die Waffe. Vor allem mit dem Kettenangriff finde ich cool. Wenn ich jetzt sehe, wenn wir jetzt mit den Dolchen einen Kettenangriff machen und dann gleich hinterher mit dem anderen auch nochmal einen Kettenangriff, das ist schon... Na, wo willst du denn hier? Ruhe im Puff. So, okay. Ein Haufen Wölfe hier. Das befindet sich bei einer Reihe von Steinen im Poseidons Zorn. Okay. Lass mich raten, das wird bestimmt irgendwo Wasser irgendwo sein. Poseidons Zorn heißt doch... ich werde aber auf jeden Fall mal den Speer ausrüsten. Falls sie unter Wasser muss. Da ist er. Dreizack des Poseidon. Ich denke, Icarus wird mir schon Bescheid sagen, wenn er was gefunden hat. Eine Reihe von Steinen. Gebraucht dann. Genau dort, wo Eanti das meinte. Da bist du ja, Malaka. Halt, halt, warte, ich bin's. Eanti das? Der Stolze. Endlich treffen wir uns, Eanti das. Schön, dich zu sehen. Du hättest dein Gesicht sehen sollen, Adlerfrau. Aber nein, lacht. Deswegen bin ich nicht hier. Du, warum kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Was habe ich jetzt gemacht? Die Rinder deiner Stiefschwester gerettet? Meine Tante war unter den Gestrandeten, die du aus der Festung gerettet hast. Du machst wohl Witze. Und jetzt habe ich nichts mehr, womit ich dich belohnen könnte. Meine Taschen sind leer, genau wie mein Haus. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass ich, Eantides der Stolze, der niemals bei jemandem in der Schuld stehen wollte, dir, Adlerfrau, einen Gefallen schulde. Nein, nein, du hast genug getan. Du schuldest mir gar nichts. Mach es nicht schwerer, als es ist. Sag es frei heraus. Was soll ich für dich tun? Ich werde Teil meiner Mannschaft auf der Adrastea. Nein, nein. Ich habe mich um eine Familie zu kümmern. Etwas anderes. Weißt du was? Lass mich einfach in Frieden. Das würde helfen. Sehr sogar. Na schön. Aber das ist noch nicht vorbei, Adlerfrau. Ich weiß, wir sehen uns wieder. Ah, Anspielung auf nächste DLC. Dann werde ich meine Ehre wieder herstellen. Die nächste Episode, sagen wir mal so. Ich weiß es. Unglaublich. Das war hoffentlich unser letztes Treffen.
Okay, haben wir das auch abgeschlossen? So. Dann würde ich sagen, questmäßig nur noch eine offen. Und zwar trifft Reus und Attackers am Hafen. Genau, war da für welches Fortgesetzt? Wird es ja als anderer Schmarrn? Kopfgeld. Argis ist auch noch hier. Okay. Also, warte mal, lass mal gucken. Argis, der Kilklop. Okay, der ist dort hinten. Wollen wir den noch schnell machen, Leute? Ne, den machen wir nicht. Den machen wir dann vielleicht in der nächsten Folge oder so. Schauen wir einfach mal. Oder vielleicht machen wir in der heutigen Folge noch. Mal schauen, wie lang es hier noch geht. Gut, ich würde sagen, wir reisen zu Adrastea und dann gehen wir hier rüber. Ist der kürzeste Weg, was ich so sehe. Und dann machen wir vielleicht eine... Weißt du was, den machen wir heute noch. Da machen wir heute eine längere Folge. Ist egal. Ich weiß ja nicht, wie lange die Quest jetzt hier funktioniert, aber dann machen wir eine längere Folge heute. Malaka. Willkommen zurück. So, wir müssen jetzt oder hinten hin. Wir werden anlegen dort. Das Wasser so schön, ey. Geht so, oder was macht denn der hier? So, okay. Du hast mir mal von einem deiner Träume erzählt. Ein einfacheres Leben, ein kleiner Stand auf der Agora. Fischen mit deinem Sohn. Ich erinnere mich. Und wirst du es tun? Vielleicht eines Tages. Schiff segelt mit dir oder ohne dich. Jetzt oder nicht. Cassandra. Reus. Das ist also der Abschied. Das ist er. Oh, der will doch gar nicht gehen. Echte Bande zwischen Menschen sind selten. Wir sollten sie nicht vorschnell aufgeben. Bleibt. Bitte.
Aha, was ist hier los? Sehr anständig geworden. Oder sesshaft. Hat sie ihre Familie jetzt? Ja. Einige Zeit später. Darius die ganze Nacht Wache gehalten hat? Sprich mit Darius. Ich sage ihm lieber guten Morgen. Ja, ist echt schön da. Wirklich nie, oder? Der sanfte Kuss der Brise, der Duft der See. Warum sollte ich schlafen? Dann würde ich das verpassen. Ich würde all das verpassen. Der hungrigste Krieger der griechischen Welt hat wieder unsere Milch- und Brotvorräte geplündert. Schon wieder? Ich hatte sie erst diese Woche aufgefüllt. Sein Appetit wird uns noch alle verschlingen. Dann eben mehr Milch und Brot. Ich gehe das Übliche kaufen. Eher das Doppelte. Ach so. Ich hätte die hier dem Händler geben sollen, aber ich war abgelenkt von... Das geht vielen mit ihm so. Ich gebe das hier für uns ab und kaufe die doppelte Ration. Auf der Agora sollte schon alles aufhaben. Ich bin bald wieder da. Okay, muss einkaufen gehen. Milch und Brot kommt sofort. Fällt ja aber auch nicht runter, ja, wenn er da runterspringt. Cassandra, wie geht es meiner treuesten Kundin? Ich bin müde, hungrig und müde. Mir ging es genauso. Genieß die ersten Jahre. Werde ich. Die ersten Jahre genießen? Wie dem auch sei. Hier ist, was Darius dir schuldet. Wir brauchen das Doppelte vom Üblichen. Milch und Brot, bitte. Hat die ein Kind? Ah, wegen des Brots. Mir ist der Weizen ausgegangen. Ich hätte welchen vom Bauern die Straße runterholen sollen. Vielleicht könntest du mir aushelfen? Für meinen liebsten Händler tue ich alles. Vielen Dank, Cassandra. Ich bin bald wieder vom Bauernhof zurück. Er ist nicht weit. Oh, nein, danke. Oh, wie... Was hatten die jetzt hier? Okay. Nicht eigentlich. Nicht so alt sein. Wir leben am Meer. Der Weizenhof ist nicht weit. Das wird schnell gehen. Ja, wollen wir nicht angegriffen werden? Wann kommt Elpidios mich besuchen? Früh genug. Ich soll den Weizen für den Händler holen. Ausgezeichnet. Er ist gleich da beim Zahn. Unten prügeln sie sich schon wieder. Okay, da kann ich natürlich nicht klettern. Entschuldigung. Hier bitte, dein Weizen. Ich backe gleich das Brot. Ich kann meine treueste Kundin doch nicht warten lassen. Na mach mal, Bitch.
Hier bitte. Brot frisch aus dem Ofen. Schläft schon fast. Frisch von der Ziege. Du wirst mich schneller wiedersehen, als mir lieb ist. Das wird nicht lange vorhalten. Manchmal denke ich, nur Elpidios hält mein gesamtes Geschäft am Laufen. Das könnte sehr gut sein. Okay. Dann gehen wir gleich hier hoch, weil dann kommen wir den Berg so zu mir hoch. Und Brot erledigt. Und jetzt nach Hause. Nach Hause? Ah, schon cool. Cooles Haus da oben. Geile Aussicht. Dem. Ein Ort, den selbst eine Söldnerin ihr Zuhause nennen kann. Wer kommt denn da nach Hause? Ah, ein Baby in der Hand. Hat's gesehen. Bibi. Wie geht's meinem Elpidios? Wie geht's meinem Sohn? Er braucht seine Mutter. Und sie braucht ihn. Versprich es mir, Cassandra. Das ist unser Leben. Das ist unser Zuhause. Erinnerst du dich an Makedonien? Natürlich. Wände aus Staub und Flammen. Der Jäger. Ich erinnere mich an dich, Natakas. Nur an dich. Eine Heimat ist kein Ort. Es sind die Menschen. Es sind wir. Solange wir zusammen sind, sind wir zu Hause. Weißt du, Elpidios, hier ist deine Mater aufgewachsen. Kefalenia. Gleich da. Aber erst als ich hierher kam und dich traf, fühlte ich mich wirklich zu Hause. Kletter und Phila an jenem Tag am Strand. Sie konnten ihrem Schicksal nicht entkommen. Es endet immer mit Blut. Meine Familie war so lange auf der Flucht, aber vor manchen Dingen gibt es keinen drin. Was für ein Sturm da auch heraufzieht, was immer Amorges und der Orden planen. Ich schwöre dir, ich schwöre unserem Sohn, dass ich uns beschützen werde. Dieser Kampf, den wir gegen den Orden führen, dieser Krieg, wird nicht zu meinen Lebzeiten gewonnen werden. Oder zu deinen. Vielleicht war ich töricht, das zu glauben. Aber es ist nicht unser Schicksal, sondern unser Handeln, das uns bestimmt. Unser kleiner Leonidas hat heute sein erstes Wort gesprochen. Und ich hab's nicht gehört? Nicht möglich. Was war's denn? Großpater. Oder hat er nur aufgestoßen? Das ist in seinem Alter schwer zu sagen. Wo ist mein kluger Enkel? Wer ist genau wie Großpater Dareios? Schöner Abschluss von der Episode, muss ich sagen. Gibt es etwas Schöneres als das? Ja, schon wieder. Ein einfaches Leben. Sendet eine Nachricht nach Persien. Schickt die Flotte. Schickt alle. Wie du befiehlst, Amorges. Damit klar, dass es ja nicht ganz sauber ist. Wir werden uns bald wiedersehen, alter Freund. Ach, das ist der. Ah, okay. Von Episode 1. Hier. Den sein Kumpel vom Großpater, der Kumpel. Okay. So, Quest abgeschlossen.
Schattenerbe. Kann ich jetzt wieder mein Zeug anziehen? Erwachsen werden. Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich. Wir wollen bitte einmal... den hier... Rüsten wir uns mal aus. Weil ich habe mich ja versprochen, Leute, wir machen jetzt noch den Kyklopen. Den will ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Weil wir sind noch nicht fertig. So, voll ausgerüstet wieder. Ich glaube, wir könnten in die Schlacht ziehen. So, hier sind wir alles, kann man komplett fertig. Wir machen jetzt das Kopfgeld hier. Schauen wir da einmal auf die Karte. Der ist hier unten irgendwo. Jesus, hier ist er. Das ist nämlich da auf dem der Insel, wo wir schon ein paar Mal waren und wo nichts war einfach. Da bloß ein Platzhalter. Den wollen wir uns mal anschauen, den Kameraden. Den snacken können. Ja, der muss hier drin sein. Da vorne ist er. Okay, schauen wir mal, ob wir den hinbekommen. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Auf die Lava aufpassen. Bekloppt. Der habe gewonnen. Die sind blöd mit der Feuerrüstung. Ich habe null Feuerresistenz mit der Rüstung, glaube ich. Der macht gut Damage. Aber mit zwei Hits, es kann ja gar nicht sein, dass man mit zwei Hits down macht. Spinnt die. Spinnt die ein bisschen, oder was? Ich will jetzt mal schauen, was das für ein Level ist. 63, du musst eigentlich locker gehen. Boah, gib mal einen geilen Hammer. Du musst den legen.
Maximum aufheben. Alter! Will der mich verarschen? Oh, siehst gerade so gut. Ich würde gerne wieder ausweichen, ich muss da rennen oder so. Sieht gerade so gut. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Wachen? Hier gibt's keine Wachen. Da kommen wir nicht durch. Also da muss ich ausweichen. Der mich da immer trifft. Verstehe nicht. Ja, komm, ich hab doch schon geheilt. Meine Fresse.
Okay, nochmal. Sollte mich vielleicht mal buffen, ey. Das hab ich auch ganz vergessen. Hier werden sie besonders wachsam sein. Oh.
wieder ins Feuer rein. Alter Schwede. Geschafft, Leute. So, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal in sein Höhlchen da rein, wenn wir da rein können. Da gibt es hier noch irgendwas zu snacken. Hier waren wir ja schon ein paar Mal drin. Gut, Leute, sehr schön. Den auch gelegt. Oh. Oh, da ist der Hammer. Ein sehr schönes Ding. Gut, dann würde ich sagen, ja, das war's mit der Episode 2. Wir werden uns dann im nächsten DLC sehen oder in der nächsten Episode. Mal schauen, was kommt. Wird bestimmt was kommen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr da auch wieder dabei seid und mich wieder tatkräftig unterstützt, mir Likes da lasst, mir Kommentare da lasst, mir vielleicht auch ein Abo da lasst, wie ihr wollt, Leute. Ich würde mich über alles gleich freuen. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns bald wieder. Wahrscheinlich auch in anderen Let's Plays, ist klar. Bleibt auf meinem Kanal. Und jo, reingehauen, ciao, ciao. Euer Andi.